Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir sprechen heute über meinen Jahresrückblick 2022. Das heißt, alles, was dieses Jahr so passiert ist, lass mir mal so ein bisschen Revue passieren, was meine Favorite-Serien waren oder Filme, die ich gerne geguckt habe. Dinge, die passiert sind, auch mit diesem Kanal und so. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an. Das ganze Video ist auch so ein bisschen privater und nicht ganz so diese Serie, sondern so ein bisschen, was ich einfach dieses Jahr gemacht und geschafft habe. Und es hat schon angefangen im Januar. Da habe ich mir nämlich erstmal so ein paar Ziele fürs Jahr gesetzt, was ich so unbedingt machen wollte. Und unter anderem stand dabei, ich möchte gerne ein Brot backen. Ich habe nämlich noch nie vorher selber ein Brot gebacken. Und dann habe ich mich direkt mit der Vic zusammen hingesetzt und wir haben ein Brot gebacken. Das heißt, ihr seht hier das Bild, ihr seht direkt das Ergebnis. Wir haben direkt was von 2022 abgehakt. Außerdem habe ich im Januar ein weiteres Goal erreicht und zwar die 1000 Lerntage auf so einer Language Learning App. Ich glaube, ich habe 1030 erreicht. Wenn man sich das mal so ausrechnet, ich habe da 3 Jahre mit verbracht ungefähr und dann habe ich einfach aufgehört. Ich habe 1030 Tagestreak gehabt und dann habe ich gesagt, ich mache nicht weiter. Da habe ich übrigens hauptsächlich Italienisch gelernt, was ich gar nicht kann und auch sehr viel Koreanisch. Und das Jahr hat ja auch angefangen mit dem 20. Jahrestag von Harry Potter, wo dann alle irgendwie nochmal zusammengekommen sind und man war so, oh mein Gott, kommt ein neuer Harry Potter Teil, aber es war halt die Reunion, das war eigentlich ganz süß und auf jeden Fall auch ein Highlight vom Januar. Und wo wir gerade auch schon über Film und Serien reden, im Januar kam auch All of Us Are Dead raus, eine koreanische Serie, die ich übelst gefeiert habe. Ich habe die richtig cool gefunden. Schreibt mir auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare, was für euch ein Serienhighlight generell dieses Jahr war. Ich habe noch so ein paar in der Liste. Außerdem habe ich meine ersten eigenen Sticker gemacht und ich weiß gar nicht, doch, ich habe hier eins. Ich habe so ein paar Fini-Sticker gemacht, weil ich so ein Gerät dafür gekauft habe, das so Sticker automatisch ausdruckt. Super. Und hier sind auch noch ein paar Bilder von Januar. Ich hatte nämlich so mein erstes Fotoshooting für das Jahr. War auch ganz cool. Und so viel auch im Januar passiert ist, so wenig ist im Februar passiert. Also weiter geht's mit Februar. Wenn mein Februar ein Tagebucheintrag gewesen wäre, dann wäre das einfach nur: Hallo, liebes Tagebuch. Heute war ein ganz normaler Tag. Bis morgen. Tschüss. Weil im Februar ist eigentlich nichts passiert. Ich habe mich ein bisschen mit dem Livestreaming versucht, da so das angefangen, aber sonst ist einfach nichts im Februar. Ich habe alles nachgeguckt, ich habe alle Bilder nachgeguckt, aber da ist nicht viel passiert. Dann der März. Am 1. März hat nämlich ein kleiner Schwini-Geburtstag, der hier gerade auch neben mir sitzt. Und der Tag war auch ein Riesen-Highlight von 2022, weil einfach ein Kuchen gebacken wurde. Es wurde noch nie ein Kuchen gebacken für irgendeinen anderen Mitarbeiter bei uns hier. Aber für Schwini, als er im Büro war, der hat einen Kuchen bekommen. Es war ein wunderbarer Tag für Schwini. Apropos Finn, der andere Finn, den ihr auch schon aus den Team-Videos kennt, ist da zum Team dazu gekommen, was auch richtig cool ist. Und außerdem ist im März die 2. Staffel Bridgerton rausgekommen. Weiter geht's mit April. Und April, da ist doch schon mal wieder ein bisschen mehr passiert. Man kann, wenn man in Köln wohnt, einmal im Monat, ich glaube der erste Donnerstag im Monat, umsonst in ein Museum. Und das haben wir einmal gemacht und dann nie wieder. Aber es war ein cooler Tag, also wir sind dann ins Museum gegangen. Müsste man eigentlich mal öfters ausnutzen, habe ich bisher aber noch nicht gemacht. Ist ein Highlight von diesem Jahr. Außerdem war um die Zeit auch das Kirschblütenfest, vor allem halt in Bonn. Und ich wollte unbedingt hin und ich weiß noch, dass niemand Zeit hatte und keiner mit mir dahin wollte. Ich bin einfach alleine hin und war so, ich mache das jetzt alleine. Habe die Kamera irgendwo hingestellt, habe so Bilder von mir gemacht, aber sehr sneaky und sehr okay. Ich bin wieder direkt zur Kamera gerannt, habe die so mitgenommen und so. Stolz auf mich, dass ich das gemacht habe. Und natürlich eine riesige Sache, die in diesem Monat passiert ist. Wir haben 100.000 Abonnenten auf YouTube erreicht. Wie lange es diesen Kanal einfach schon gibt und wir sind jetzt über 100.000 Leute hier. Vielen Dank an jeden einzelnen von euch. Um noch ein Serienhighlight zu nennen, es kam auch Heartstopper raus. Und im Kino kam Grindelwalds Verbrechen, was wir auch so mit ein paar Freunden zusammen geguckt haben. Auch richtig, richtig cool. Und eine Sache, die nicht ganz so positiv war in diesem Monat und generell in den ganzen Monaten. Ich hatte ein Taubenproblem bei mir zu Hause auf der Terrasse. Ich weiß nicht, ob ich das gut erklären kann, aber ich habe so eine Terrasse, da ist so viel Platz drunter und da waren Tauben. Spoiler, ich habe es irgendwann geschafft. Man musste nur komplett die ganzen Bretter rausnehmen und alles raus und das ganze Nest darunter entfernen. Dann ging es. Sie sind jetzt weg. Ich habe ihnen fast so Namen gegeben. Dann kommen ein paar Monate, in denen sehr viel passiert ist und zwar direkt im Mai. Erstmal war ich da beim Friseur und ich gehe sehr selten zum Friseur, deswegen war ich so, ja, gut gemacht. Und außerdem gab es ein paar Konzerte. Es gab einmal das Dua Lipa Konzert und es war richtig nice. Wir hatten Stehplätze und wir waren vorher richtig hyped und dann war es richtig, richtig cool, weil sie sehr oft auch vorne in der Mitte stand und wir konnten sie so richtig nah ansehen. Und auch ein riesen Highlight in dem Monat war das K-Pop Flex Festival. Das war richtig, richtig cool. Da war ich dann mit Hanjo. Ja, da haben wir einige coole K-Pop-Bands gesehen. Auch wenn das ganze Event an sich nicht gut organisiert war und alles verbesserungswürdig war, war es insgesamt doch sehr, sehr, sehr cool, mal bei sowas dabei zu sein und das mal so zu sehen. Und weil wir im Monat vorher die 100.000 Abonnenten erreicht haben, haben wir in dem Monat danach auch den YouTube-Play-Button erhalten, den ich nicht hier habe. Eigentlich sollten wir noch einmal mit hierher bringen, ne? Ein weiteres Serien-Highlight in dem Monat war die neue Staffel Stranger Things. Die hatte mich da angefangen. Und in dem Monat gab es auch noch so ein Balkonkonzert. Ich habe gerade komplett vergessen, von wem, aber ich mochte halt diese Atmosphäre so gerne, weil wir da im belgischen Viertel in Köln waren und dann waren wir da alle zusammen und haben so noch so was getrunken und dann war da so eine Band, die auf so einem Balkon gespielt hat. Das war richtig
die richtig cool. Ich habe aus der Regie gehört, das war okay, Kid. Weiter geht's mit dem Juni und da ist so viel passiert. Zum einen haben wir Jurassic World im Kino geguckt. Der Film an sich war jetzt nicht das größte Highlight, aber ich mochte es einfach, dass man so gemeinsam im Kino war und auch generell die Jurassic Park und Jurassic World Filme liebe ich halt sehr. Außerdem gab es das Funk-Netzwerk-Treffen und bei Funk gibt es immer so Get-Togethers, wo alle irgendwie zusammenkommen und sich so untereinander connecten. Das war sehr, sehr cool. Außerdem gab es ein weiteres Konzert und zwar diesmal von Olivia Rodrigo und ich glaube, dass ich mir entweder da oder auf dem Netzwerk-Treffen irgendwo auf mir Corona geholt. Nicht unbedingt ein Highlight, aber ich glaube zum Jahresrückblick doch dann ganz passend. War dann für eine Woche komplett ausgenockt und ich dachte, ich komme dann nicht mehr zur Vacation. Wir sind nämlich mit der Arbeit noch gemeinsam weggefahren und ich hätte das fast absagen müssen, aber ich habe wirklich einen Tag vorher war ich negativ und ich war so, jo. Let's go. Vor allem, weil für Juli nämlich dann auch direkt was geplant war. Dazu kommen wir aber noch gleich. Zwei Sachen aus dem Juni. Erstens kam noch The Summer Turned Pretty raus. Richtig, richtig cool. Und BTS hatten ihr Comeback. Lowlight, dass sie zum Militär jetzt gehen, aber Highlight war, dass sie ihr Comeback nochmal hatten. Genau, wenn wir jetzt mit Juli weitermachen, da habe ich nämlich direkt einen großen Urlaub gehabt in Italien. Das war, glaube ich, der erste lange Urlaub auch in dem ganzen Jahr. Da bin ich dann mit meiner besten Freundin hingeflogen. Im Juli war dann noch die TwitchCon in Amsterdam. Das war auch ein Riesenhighlight, weil ich sowas auch ganz lange nicht mehr gesehen habe. Es ist einfach so Convention Live. Da bin ich auch mit zwei Freunden hingefahren und wir sind dann noch an dem Tag später ans Meer gefahren, also auch richtig, richtig cool. Außerdem haben wir ganz neue Fotos gemacht, weil wir nämlich jetzt hier, wie ihr ja auch gesehen habt, umgezogen sind in ein Studio. Das heißt, wir hatten hier diesen Space nochmal zur Verfügung und haben dann ganz neue Bilder gemacht. Und ich dachte, ich bringe auch mal einen Song rein und ich liebe den Debütsong von New Jeans, Attention. Das ist so ein guter Song, ich liebe ihn über alles, deswegen müsste der auch mal hier mit rein. Wo wir eben schon über meine Terrasse geredet haben, im August war es dann endlich soweit. Ich habe ein Pavillon auf meiner Terrasse bekommen. Ich habe nämlich eine große Terrasse, die überhaupt nicht überdacht war und ich brauchte unbedingt ein Dach drauf und jetzt haben wir ein Pavillon drauf gebaut. Richtig nice. Wir hatten das Studio dann neu, das heißt, wir sind dann auch hierher gezogen, haben dann hier auch unsere ersten Videos gedreht, haben hier alles aufgebaut und jetzt sitzen wir hier die ganze Zeit und drehen in unserem Cube, so nennen wir das. Und dann hat sich auch noch die nächste Convention direkt angereiht und zwar war die Gamescom in Köln. Es war auch richtig, richtig cool. Ich war nur einen Tag da, aber das hat auch schon gereicht, da so ein bisschen rumzulaufen, sich ein paar Sachen anzugucken. Es war schön. Außerdem gab es im August eine K-Pop-Party, auf die ich sehr gerne gegangen bin und eine Einweihungsparty auf besagter Terrasse, wo wir dann Mario Kart gespielt haben mit dem Projektor an der Wand. Das war richtig schön. Und nachdem wir das neue Studio hatten, im September gab es dann auch endlich neue Grafiken für die Videos hier. Die Rahmen, die Farben, die Schriften, alles wurde nochmal neu ausgetauscht. Und eine riesige Sache, die im September passiert ist, ich habe Tickets fürs Blackpink-Konzert in Köln bekommen. Erst nicht, erst sehr viel geweint, dann doch noch Premium-Plätze ergattern können. Sehr mit mir selber gehadert, dieses Geld in die Hand zu nehmen, um diese Tickets zu kaufen. Aber dann war ich so, nein, Blackpink kommt nach Köln, ich gehe dahin. Komme, was wolle. Ich freue mich sehr, das Konzert ist ja jetzt auch erst dann im Dezember. Das wird also richtig super. Im Oktober ist auch was ganz Tolles passiert und zwar die Frau, die hier gerade hinter der Kamera sitzt, die Tanjo. Nach Köln gezogen. Tanjo ist übrigens meine Schwester. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt hatte, aber sie wohnt jetzt auch in Köln. Da sind wir auch direkt gemeinsam zu einem Konzert gegangen und zwar zu Doten. Das ist der Sänger von Home. Home kennt ihr vielleicht aus The 100. Es war ganz cool, weil wir waren dann vor Ort und ich wusste noch, dass er beim letzten Mal dann in die Menge gekommen ist und wir gehen so nach vorne. Auf einmal sehe ich so ein X in der Mitte und ich war so, Tanja, ich glaube, genau da wird er später stehen. Und dann meinte er auch so, ich komme jetzt mal runter für einen Song, da müsste irgendwo eine Markierung sein. Und ich so, ja. Genau hier. Und apropos Musik, in dem Monat ist auch Anti-Fragile von Le Sserafim rausgekommen. Ich liebe diesen Song über alles, wirklich. Es ist, ach, ihr merkt vielleicht, viele meiner Highlights in diesem Jahresrückblick haben mit K-Pop zu tun. And I regret nothing. Ein privates bzw. persönliches Highlight in dem Oktober war dann auch, dass meine Eltern zurück ins Ahrtal gezogen sind. Vielleicht ist euch ja noch die Flut von letztem Jahr so ein bisschen im Kopf. Da war leider auch das Haus von meinen Eltern betroffen. Und jetzt, anderthalb Jahre später, können sie endlich wieder zurückkommen. Ein großes Highlight wird dann auch sein, dass wir im Dezember wieder Weihnachten zu Hause verbringen können. Ich freue mich so sehr. Im November ist dann auch noch Peripherie rausgekommen, eine neue Serie. Und vor kurzem war dann Sweeney wieder beim Friseur. Ich glaube, das ist ein Highlight für alle. Sweeney, magst du mal herkommen? Komm her! Ja, komm. Zeig mal, wie hübsch du aussiehst. Ja, darunter. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, worauf ihr euch im nächsten Jahr freut. Bei mir und generell hier auf dem Kanal wird sich auf jeden Fall im nächsten Jahr nochmal einiges ändern. Und ich freue mich generell auf ganz viele Neuanfänge. Wenn ihr mal sehen wollt, was generell so auf meiner Watchlist drauf ist und wie ich das Ganze ranke, also welche Serien ich auf jeden Fall als allernächstes gucken sollte, schaut gerne mal hier oben vorbei. Und weil wir auch gerade schon darüber geredet haben, worauf wir uns nächstes Jahr freuen, hier unten kommt jetzt ein Video von Offen und Ehrlich. Da geht es darum, sagen die Simpsons die Zukunft voraus. Sehr gerne da auch mal vorbeischauen. Dankeschön fürs Zusehen, ich hab euch lieb und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!